Ich wollte eigentlich mal eine Serie gucken. Ich glaube, ich habe eine Folge davon mitgekriegt. Die anderen drei habe ich verpennt. Das heißt, ich darf die ganze Scheiße nochmal gucken. Das fühlt sich schön. Mappa, Hallöchen. Auch dir einen wundervollen guten Abend. So, ich hoffe, der Sound und alles gleich passt. Ich frage mich bis jetzt davon. Nein. Ach ja, stimmt, hier sind wir stehen geblieben. Zwiebeln. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, ich habe noch Inventarplatz. Zwiebeln. Ich habe Schwibbel. Danke, Mappa. Gleich habe ich keinen Inventarplatz mehr. Gut. Du warst fleißig, ne? Du warst sehr fleißig. Weitere wichtige Angelegenheit. Ist Schule für 5. Ja, lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal. So. Naja. Wäre ich nö. Nein, nein, du doch nicht. So. Oh, ich kann wieder schön kochen. Das ist toll. Toll. Was kann ich. Ach doch. 10 Medaillen. Schmütze, die brauche ich doch nicht. Na egal. Gut, habe ich den Schwachsinn trotzdem mit. So, wir lungern immer noch hier oben rum. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Indem ich ein bisschen was bei dir verkaufe, was ich nicht brauche. Das brauche ich. Mist, ich müsste jetzt eigentlich einmal nach Bre. Einmal nach Bre müsste ich eigentlich. Das ist. Ja. Also ich kann doch bestimmt von meiner Hütte aus, kann ich doch bestimmt schnell also dahin machen, oder? Okay, warte mal. Weil das hier bräuchte ich jetzt ein bisschen, um zurückzukommen, ne? Ich gucke einfach mal. Weil ich muss einmal zu dem VIP-Belohnungshändler, damit ich mir da mein Kram holen kann. Wobei, vielleicht gibt es den auch hier in meiner Siedlung. Stimmt. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich ein paar meiner Kisten da vielleicht einlagern. Wenn ich schon hier zu Hause bin. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass der Ingelsund sehr leise ist. Bei Sprachlautstärke kann auch nicht leise sein. So. Ich brauche noch Ewigkeiten, bis ich da neuen Dinger für habe. Einmal. Dreimal. Viermal. So. Okay. Guck mal, hier habe ich den Fisch hingehängt. Einen der Fische. Mein kleiner Goldfisch. Und meine Karte. Weiß gar nicht. Warte mal, ich glaube, ja, hier ist der andere Fisch. Ja, ich fand's irgendwie musste der eine dahin. Ich habe hier auch irgendwie so eine Holzschale noch bekommen. Ein Kohlebecken.
Habe ich hier oben noch irgendwas Neues? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß, dass ich hier... Ja, mein Bett habe ich hier. Das ist dann aber auch schon. Ach ja. Und das Gemälde der Wetterspitze. Das habe ich mir hier auch hingehängt. Nur komisch, auf dem Bild sieht es verdammt grün aus. Der passt nicht ganz. Okay. Du hast auch das Feuer im Haus an der Wand stehen. Ja! Gut, oder? So super sicher. Super, super sicher. Der freut sich der Brandschutz. Ach ja. Alter, das war später. Was ist das da? Scharmütze, Scharmütze. VIP-Belohnung. Gott sei Dank, den gibt es hier. Hallöchen. Hallo? Ja. Hallo. Achso. Ich hab's selber gar nicht. Seid gegrüßt. Ja, hi. Sei gegrüßt. Einmal. So. Und jetzt einmal zurück, Marsch, Marsch. Nein, wir sind hier hinten. Ernsthaft? Ja. Oh ja, hier können wir eigentlich auch noch mal Lagerraum hinzufügen, ne? Ach du Grüne, noch nicht, habe ich auch noch. Ach du Scheiße. 6 Kisten. Ich glaube, 4 oder 5 habe ich eben noch reingeräumt. Das heißt, 10 oder 11 Kisten habe ich. Alter, Alter. Gut. Es wird nicht weniger. Es wird einfach nicht weniger. So, aber erstmal alles hier rein. Das mache ich dann irgendwann mal außerhalb des Streams, dass ich das da alles verwerte. Das hier versenden wir gleich mal. Okay, ich brauche nur einen Lagerraum. 2 Gold und ja, für 15 Felder. So. Wieder etwas Platz. So. Perfekt. Dann erstellen. Sind sie denn da? Und so. Perfekt. Eine neue Lieferung robuster Fälle. Bin ich die nämlich auch los. Brauche ich ja Gott sei Dank nicht. Ja, mal kurz gucken. Auch einmal. Es geht sofort weiter. Das brauche ich nur nicht. Ja, es wird wieder geschnürt. So, ab welchem Level geht es weiter? Ab 40.
So bin jetzt am PC. Sehr gut. Ich hoffe, dein Essen war lecker. Zeichenerwerb. Komm. Gib ihm. Man soll dich auch nicht immer ärgern. Auf wieder war. Zeichenerwerb. Was habe ich hier jetzt? Abonnentenstärkung. Juhu. So. Vorbereitet auf alles, was da kommt. Oder auch nicht. Ach Mist, da hat die nur eine. Okay, noch einmal zurück. Da habe ich noch was zum Abgeben. Hin und wieder zurück. Die Geschichte eines Hochelben. Kann ich da mal wegmachen? Perfekt. So, dann einmal auf das Ding. Mach das, Hybrid. Viel Spaß dabei. So. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Indem du mir die Könnt ihr Quest mich denn nicht abnimmst. meinem Elend überlassen? Ach ja, das ist die Instanz, die kann ich noch nicht machen. Ja, können schon, aber die bringt mich nicht weiter gerade. Da liege ich dann relativ schnell am Boden. Was habe ich denn hier allgemein noch? Okay. Sortiere ich hier einmal ganz kurz ein bisschen aus. Epos Band 1, Buch 2. Machen wir als erstes weiter. Da noch alles da hinten. Okay. Gut. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Worten geschrieben ist. Achso. Das habe ich beim letzten Mal nicht abgegeben. Okay. Dabei waren wir doch da schon in dieser Feste. Werden wir gleich herausfinden. Dürfen wir uns auf die Suche nach Bingo machen. Aber wo soll Bingo da sein? Die nächste Frage. Warte. Silber. Das nehmen wir einmal mit. Und Silber kann ich nie genug bekommen. Und den Rhabarberstängel nehmen wir auch mal mit. Oh, wir haben noch Rhabarber eingefroren.
Baby. Elender Schnupfen. So. Warte, ist das die Feste schon? Nee. Das ist noch nicht die Feste. Da hinten ist so. Eine witzige Story eben mit einer Freundin. Okay. Dann erzähl mal. War denn so witzig? Diese Wetterspitze sieht einfach so cool aus. Ich hab vergessen, meinen Fuchs auszuwählen. Mein Füchschen. Boah, wie man da hinten schon die Spinnenweben sieht, ey. Wie darf ich? Hochwertiges Eisen. Sehr gut. Hochwertiges Eisen können wir gebrauchen. Also wir haben in meiner Firma einen Azubi, das ist Lehrjahr. Und die Freundin von mir ist meine Fahrlehrerin. Ich habe das eben befahren. Der ihr Bruder mein Azubi ist. Nein! Zufälle gibt's, ey. Das ist echt manchmal unglaublich, was es für Zufälle gibt, wie man, über wie viele Ecken man sich dann doch irgendwo kennt. Oder kennen könnte. Das ist echt so, ey. Das ist unfassbar. Unfassbar. So, wo ist hier Bingo? Der Händler ist hier. Wo ist Bingo finden? Hat sich Bingo irgendwo versteckt, wo ich sie sehe? Denn man weiß es ja nicht. Ich gehe hier in dieser Feste ein und aus und ich habe ihn bisher nicht gefunden. Der Lotro läuft super. Das freut mich. Wenn es denn jetzt endlich wirklich läuft. Sogar mit Grafik auf Max. Ja, den Luxus habe ich jetzt Gott sei Dank auch endlich. Als ich es damals zum allerersten Mal gespielt habe, da war es noch, oder da musste ich noch mit dem Leppi spielen. Da war ich froh, wenn ich auf Mittel stellen durfte. Jetzt mit dem PC habe ich Gott sei Dank keine Probleme mehr. So, Bingo, wo bist du? Da. Hallöchen. Theodor wollte auch mitkommen. Er ist sehr gespannt darauf, denjenigen zu treffen, der uns all diese Hinweise und Rätsel hinterlassen hat. Texte sind aber doch sehr live, oder ich heute einfach nicht. Kann auch sein, dass meine Ohren wieder dicht sind. Hört doch, der wahre Meisterschatz kommt raus. Ich bin aufgeregt, Eldarien. Euer Freund Bingo glaubt, das Rätsel führt zu diesem Ort, dass der wahre Meisterschatzsucher uns dort erwartet. Ich bin so gespannt auf diese Begegnung. Ich kann so viel von ihm erlernen. Lauscht dort drin, bewegt sich etwas. Er kommt heraus. Es ist eine Sie. Musik ist etwas laut. Okay. Warte mal. Dann sind meine Ohren wahrscheinlich wieder dicht. Besser? Weil ich hatte vorhin ein bisschen lauter gemacht. Okay. Sehr gut.
habt mich gefunden. Ich muss gestehen, ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr meine Rätsel lösen könnt. Ich muss die Texte einfach ganz kurz so. Theodor hatte selbstverständlich niemals eine Chance. Er hat so oft mit seinen Fähigkeiten als Schatzsucher geprahlt, aber ich wusste natürlich die Wahrheit. Der eine von uns beiden hat über seine Taten gesprochen, der andere hat sie verbracht. Wir haben diese Schätze gefunden und Hinweise auf ihre Fundorte für Theodor hinterlassen. Aber er hat sie nie entdeckt, bis ihr und Bingo daherkamt. Dachte ich immer, es gäbe keinen Mitbewerber um meinen Titel, aber hier ist er. Ich werde von Harley lernen, wenn sie mich denn als Schüler haben will. Harley war die ganze Zeit die wahre Meisterin Schatzsucherin. Kaum zu fassen, aber sie hat all diese Schätze vor mir entdeckt und diese Rätsel für mich hinterlassen, damit ich sie löse. Aber das ist mir nie gelungen. Theodor blickt einen Augenblick lang niedergeschlagen und ballt dann die Faust. Ich werde von ihr lernen, sollte sie mich als Schüler annehmen. Mit ihrer Hilfe werde ich eines Tages der Meisterschatzsucher sein. Das schwöre ich bei allen verborgenen Schätzen Mittelerdes. Mit Harley als Lehrerin werde ich eines Tages der Beste sein. Er wird der Allerbeste sein. Unsere Schatzjagd ist beendet und ich bin zufrieden mit ihrem Ausgang. Was geht denn heute alle von mir? Oh, ich kriege wieder Bingo-Abzeichen. Unsere Schatzjagd ist beendet und ich bin zufrieden mit ihrem Ausgang. Ich hoffe bloß, Harley weiß, was sie sich da aufgeheizt hat. Theodor ist bestimmt nicht gerade einer der aufmerksamsten Schüler. Ob er wohl dazu in der Lage ist, Harleys Handwerk zu erlernen? Wahrscheinlich haben beide noch viel zu lernen. Meine eigene Reise ist jedoch noch nicht am Ende. Dies ist erst der Anfang. Unsere eigene Reise super. Muss nun weitergehen. Kommst du nach Harchet? Du bist, glaube ich, gerade noch im Intro, oder? Du hast gerade noch die Intro-Quest. Gehe ich mal von aus. Weil dann sehe ich dich noch nicht. Wenn du noch am Anfang bist. guck mal in deinen Questlog. Wenn da irgendwo was von Intro steht, dann bist du noch am Anfang. Dann kann ich dich, meine ich, noch nicht sehen. Weil zum Beispiel könnte ich dich jetzt noch nicht in die Gilde einladen. Wenn du da rein wollen würdest, natürlich. Vorausgesetzt. Das geht erst, sobald du die letzte Quest des Intros abgeschlossen hast. Was anderes wäre es jetzt gewesen, wenn wir gleichzeitig gestartet hätten. Also wenn ich jetzt nochmal nur angefangen hätte, ne, dann hätten wir uns sehen können. Jetzt geht das noch nicht. Jetzt bist du noch geschichtlich woanders. Ich freue mich für Theodor und Harley und bin stolz auf den kleinen Teil, den wir zu ihrer neu gewonnenen Wertschätzung füreinander beigetragen haben. Ich frage mich nur, wie viele Schatzsuchlektionen diese Wertschätzung andauern wird. Bingo lacht und studiert in seine Karte. Unsere eigene Reise muss nun weitergehen. Diesen Entfernungen nachzuschießen, können wir noch heute die einsamen Länder verlassen und die waldigen Hügel und Täler der Trollhöhen betreten. Klingt nach einem unheilvollen Ort. Seid ihr bereit? Dann lasst uns gegen Osten wandern und dann unseren Weg überdenken, wenn wir die letzte Brücke erreicht haben, die hier auf meiner Karte gekennzeichnet ist. Den Spaß möchte ich mit euch. Gerne. Wie gesagt, kannst du mir Bescheid sagen, wenn du quasi mit dem Intro fertig bist, dann kann ich dich nämlich einladen. Das sollte so ab... Boah, ich sag jetzt einfach bei Stufe 7, 8 der Fall sein, ungefähr. Ungefähr, je nachdem, wie man natürlich spielt. Ich schaff's manchmal auch mit Level 9 erst aus dem Intro raus zu sein. Also, nee. So. Okay, Bingos Quest führt jetzt quasi, wobei da ist es noch hier, okay. Ich muss jetzt einmal kurz gucken. Falls wir die einsamen Lande heute beenden sollten, muss ich einmal kurz gucken, wo es dann weitergeht. Und warum mache ich das nicht einfach über Discord? Wozu pinne ich Nachrichten an, wenn ich dann doch nicht drauf gehe? Da. Da hätte ich lange suchen können, ne? Ja. Ich genauso. Okay, danach wären die Nordhöhen dran. Also in die Trollhöhen müssten wir dann noch nicht mal. Nordhöhen.
Da. Ja, dann komme ich nachher sowieso nochmal durchs Breeland durch. Ich muss nämlich einmal hier nach oben. Das muss ich übers Breeland machen. Ja, also falls ich es heute schaffe, sehen wir es bestimmt noch einmal. Ich komme bestimmt noch einmal durchs Breeland heute. So. Na, das kann ich einmal angepinnt lassen. Das wäre dann ja nur der weitere Auftrag. Was ist der Ruinen? Das ist alles da hinten. Hallöchen. Besiegt Unholde. Gold! Würde mich freuen. Ja, das kriegen wir hin. Wie gesagt, wenn ich jetzt straight durchgehe, dann sollten wir das eigentlich. Sollte dem nicht im Weg stehen. Hab ja heute ein bisschen. Ein bisschen habe ich ja noch erzählt. Jetzt streamen wir ja ein bisschen länger als vorhin. Also bis 23.00 Uhr kann ich. Danach muss ich leider auch ins Bett, weil ich morgen früh raus muss. Ich hab schon wieder Schluck auf. Kennt ihr das? Ihr habt eigentlich den ganzen Tag kaum geredet und trotzdem habt ihr Schluck auf? Ätzend. Einfach nur ätzend. So. Geht gleich weiter, keine Angst. Brauche ich dich? Nee. Vielleicht hättest du mir reden sollen. Ja, aber fördert nicht eigentlich das Reden den Schluck auf? So eigentlich, rein hypothetisch gesehen? Denn er küsst jemanden und denkt aber an dich. Okay, dann küsst wahrscheinlich frisches gerade den Hund. Und denkt aber an mich. Ah. Kann man sich auch auslegen, ne? Frisches pennt wahrscheinlich schon. Der war schon völlig fertig, wo er nach Hause kam. Verständlicherweise. War ja wieder im Außendienst. Also, ja. Aber vielleicht träumt er ja von mir. Vielleicht. Er hat ja was damit zu tun, wie viel Luft man holt, glaube ich. Wie viel Luft dann im Bauch ist. Passiert beim Reden recht schnell. Zumindest bei mir. Als Kind hatte ich das so oft, da meine Eltern manchmal schon, oder meine Großeltern manchmal schon Angst gekriegt, wie häufig ich Schluck auf hatte. Gott sei Dank besser geworden. Ich muss einmal. Die Leisten sind hier einmal verrutscht. Warum sind meine Leisten hier verrutscht? Das stört mich aber gerade enorm. Reise beenden. So. Das andere. Müsste in Ordnung sein. So, jetzt geht das doch schon. So. Das mit dem Buch kann ich einmal kurz ausloggen. Logge ich das ein. Okay, das ist da hinten. Aber dann gehen wir aber hier hoch. Toten in Nandelo. Brauche ich euch? Sehe ich gerade gar nicht. Na, Toten. Na komm, machen wir einfach mal. Wir finden es ja schon heraus, ob es richtig ist.
mal mit hoch. Ich mach meine Cam, was sie will. Oh, das kenne ich. Wobei mittlerweile geht, glaube ich. Glaub, mittlerweile habe ich meine Cam auch im Griff. Wobei manchmal stellt sie sich noch unscharf. Wobei es auch manchmal drauf ankommt, ob ich auf den Shortcut komme oder nicht. Zum Beispiel. Aber was treibt deine Cam denn? Technik mobbt einen gerne. Ich hab den Meister. Was? Den Meister der Runde besiegt. Auch richtig. Ja, scheinbar. Nee, die Lotus Cam in-game. Okay. Er hätte aber sein können. Oder es hätte sein können, dass du was ausprobierst. Ich raus aus der giftigen Wolke. Besiegt dich tot. Brauche noch einen. Okay. Wir brauchen gar keinen mehr. Das hier können wir wieder weg. Ach, ah, das. Okay. Okay, ja, ja. Das hat sie aber lange, lange, lange nicht mehr. Dass sich das dreht. Tatsächlich seit dem letzten, nee, vorletzten Update habe ich gar keine Probleme mehr. Gott sei Dank. Ich würde sie heraufbeschwören. Aber es läuft. Das heißt aber nichts. Das heißt aber nichts. Ja, mein Wölfchen. Füchschen. Wölfchen, genau. Besiegt Drimanenbeschützer. Okay, ich sollte hier nicht zu viele. Nicht zu viel pullen. Das kommt später nicht gut. Ah, die hier wahrscheinlich, ne? Habe ich denn nicht eben sogar einen von besiegt? Muss ich den nachvollziehen? Muss ich nicht nachvollziehen? Oder das sind schon wieder andere? Mich jetzt da hoch. Ah, hier. So langsam vermisse ich die Gegenden, wo man überlevelt war. Nein, schon wieder so viele Kisten. Gott, ich werde nächsten Monat arm, wenn ich mir Schlüssel kaufe. Na gut, ich werde mir ja auch welcher spielen, aber. Same. Warte mal, wie viele Punkte fehlen mir? Oh. Genug. Mir fehlen genug Punkte. Naja. Unholdbezwinger. Juhu. Jetzt fehlen mir nur noch. Ich glaube 130. Meine 130 Punkte fehlen mir. Okay, hier geht's aber trotzdem nicht auf. Hätte ich mir zumindest einen Schlüssel wiederholen. Ich kann mal gucken, wenn ich mir für 30 Euro Münzen hole, kann ich mal gucken, wie viel ich dann davon kriege.
1400. Gott, für 20 Schlüssel müsste ich zweimal für 30 und einmal für 6 Euro, glaube ich, Münze kaufen. Um mir das leisten zu können. Für 20. Ne, ich brauche die nur so lange, bis ich mehr als genug Punkte habe. Und alles aus dem Shop habe. Da bin ich zufrieden. Dafür kannst du dir auch ein neues Game kaufen. Nee, jopp. Na gut, zügig kann man sich ja auch noch, das, wie gesagt, die Sachen ja spielen. Ich mit meinen 30.000 Nebenchars habe dann, glaube ich, ja weniger Probleme. Wenn ich jeden Char spielen würde. Aktiv. Ich befürchte aber, dass es bald daraus hinauflaufen wird, dass ich wahrscheinlich jede Klasse nochmal lösche. Und wahrscheinlich durchgehend einfach 30 Runenbewahrer habe am Ende. Weil ich mit der Klasse einfach am besten klarkomme. Das ist das, was ich befürchte, worauf... Oder wie es enden wird. Na gut, und auf den legendären Server spiele ich ja noch. Den beiden. Und nächsten Monat kriege ich wieder 600 Punkte. Wegen VIP. Rein theoretisch würde einmal für 30 Euro Schlüssel kaufen, würde eigentlich reichen. Um die 30 Schlüssel zu kriegen. Witz, den Hobbit und den Zwerglisch. Bisher, wobei doch, den Hobbit habe ich. Den Hobbit habe ich ja hier schon erstellt. Auf dem legendären Server habe ich ja den Zwerg. Den lösche ich aber nicht, der ist cool. Ich weiß halt nur noch nicht, wie ich den Jäger skille. Aber hier haben wir noch keine Ahnung. Ich möchte den halt so skillen, dass ich halt solo größtenteils zocken kann. Und das ist halt beim Runenbewahren das Geile. Den kann ich halt komplett solo spielen. Außer für Instanzen natürlich. Weil ich glaube, wenn ich da ein höheres Level hätte, könnte ich auch da alleine reingehen. Aber dafür müsste ich mich wieder in Geduld üben. Und ihr wisst, wie ungeduldig ich bin. Ihr kennt mich. Ist aber keiner mehr von der Sorte. Das sind die aber nicht. Muss ich warten, bis er da hinten, glaube ich, spawnt. Ich renne jetzt hier einmal da komplett hoch. Um dann das scheiß Ding ranzukommen. Ach, dich habe ich jetzt. Wieso bist du schon Level 30? Ich habe am Sonntag noch relativ viel gespielt. Ich habe den noch irgendwie auf... Irgendwie habe ich den noch auf 30 gekriegt. Also mein heutiges Ziel ist 32. Aber ob ich schaffe, weiß ich nicht. Also das Hauptgebiet ist eher... Also das Hauptthema ist, dass wir das Gebiet durchkriegen. So, habe ich das, was ich haben wollte. Jetzt hänge ich hinterher.
Ach was, das hast du schnell aufgeholt. Das hast du schnell aufgeholt. Mit dem Privatschar bist du vor mir. Außerdem bräuchte ich nur ein paar Tage nicht spielen. Und dann überholst du mich ja schon. Weiß gar nicht. Sonntag, wenn ich streamen sollte, gibt es ja kein Lotro. Wäre dann... Montag gibt es kein Stream. Wahrscheinlich Dienstag erst. Dienstag wird es wahrscheinlich erst... wieder einen Stream geben. Also bis dahin könntest du mich dann auch wieder einholen. Oder nicht nur könnte, wirst du mich auch eingeholt haben. Ich weiß gar nicht, warst du hier hinten schon? Wo ich jetzt gerade bin? Also hier? Dahin bin ich Max Level. Mal sehen. Unmöglich wäre es nicht. Es gibt tatsächlich einige, die können das recht schnell hochspielen. Ähnlich wie in Final Fantasy. Wenn du gut bist, kommst du das auch ganz schnell hin. Oder WoW. Da ich mir bei sowas allgemein Zeit lasse. Ich bin eher so der gemütliche Leveler. Vor allem bleibe ich ja noch bei 30.000 Sachen stehen und sage entweder will haben oder oh, ist das schön. Das sieht schön aus. Hier will ich leben. Das ist schön. Das gefällt mir. Also, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich vorankomme, ist sehr gering. Wobei es ist schon echt gut, dass ich schon hier bin. So weit war ich bisher noch nicht. So, alles, was ich jetzt hier spiele, kenne ich nicht mehr. Dafür spiele ich auch in FF14, mit dem ich hier eher zusammen spielen. Ich habe mehr als genug Spaß zum Zusammenspielen. Mit dem hier ist halt einfach schwierig, weil ich den halt wirklich nur für die Streams nutze. Aber ich habe einige Chance, mit der ich definitiv mit dir zusammen spielen kann. Für Instanzen oder so würde ich halt mit dem hier reingehen. Aber sofern die anderen noch nicht so hoch sind. Aber ich mit meiner Scharmenge habe ja jetzt genug zur Auswahl. Wie gesagt, bei den ersten 15 Level schaffe ich an einem Tag. Ich würde auch mit einem anderen Char spielen, ja. Also jetzt nicht unbedingt im Stream. Im Stream würde ich halt hauptsächlich Story machen. Für Instanzen und so weiter, klar, das, ne, würde ich halt auch aufs Stream reingehen, wie gesagt. Aber ich würde noch einen anderen Char machen, ja. Ja. Nur wahrscheinlich auch wieder einen Runenbewahrer. Das heißt, ich würde in einem anderen Startgebiet starten. Wahrscheinlich. Jetzt ist wahrscheinlich der letzte Brücke. Ah! Okay. Inu sagt Hallöchen. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. So, und hier füllen wir jetzt die Wasserflasche, genau. Die Wasserflasche auf. Muss sie aber nicht transportieren, ne? Nee. Gut, und dann mache ich hier einmal die Bingo-Sachen noch fertig, dann kann ich die ausloggen. Nicht im Stream, aber wenn du einen machen willst und ich auch nur einen Schau machen, mal sehen. Ja, klar. Klar. Ich würde auch noch einen weiteren Char stellen.
Beziehungsweise habe ich ja noch welche zur Auswahl. Gibt ja schon welche, die ich mir vorerstellt habe. Oh, der sieht schön aus. Hallo, Bingo. Weiter als bis hierhin begleite ich dich aber erstmal nicht. Wir sollten einen guten Rastplatz für die Nacht suchen. Das war eine ganz schön lange Wanderung und meine Beine schmerzen. Auf meiner Karte wirkt die Entfernung gar nicht so groß. Aber es ist ein ganz schöner Unterschied, ob man das Land als winzige Bildchen betrachtet oder es Schritt für Schritt durchwandert. Wir sollten uns nach einem guten Rastplatz für die Nacht umsehen. Sprecht mit mir, dann suchen wir eine Lagerstätte abseits der Straße. Ja, aber nicht mit dir. Beziehungsweise, achso, nee, das sind andere Quests. Bingo, dich kann nicht ausloggen. Dich brauche ich hier jetzt nicht mehr. Gut. Machen wir erstmal das alles. Kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, du und einen im Chat auch. Also mir geht's, ja, so lala, sag ich jetzt mal. Ging schon mal besser, aber mit ein bisschen Ablenkung wird das alles gewuppt. Und, jo. Aber freut mich, dass es dir soweit gut geht. Ja, wir spielen jetzt so ein bisschen gemütlich Lotro. Versuchen, die einsamen Lande heute fertig zu kriegen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber nächstes Ziel wäre dann die Nordhöhen. Und ja, mal gucken. Mal gucken, was uns so erwartet. Sorry, muss an die Tür. Bin in den einsamen Landen. Bist du hier schon hier hinten? Also, warte. Kann ich gleich nochmal öffnen. Bist du schon hier oben unterwegs? Da so, der Gegend? Weil ich habe dich zuletzt ja in dieser einen Untergrundhöhle bei den Zwergen gesehen. Da bin ich dir das letzte Mal über den Weg gelaufen. Was kann ich seitdem? Nee, seitdem glaube ich nicht mehr. Nee, beim Pferd. Ah, hier. Okay. Ja, dann sind wir fast gleich auf. Fast. Weiß aber nicht so wirklich was. Was liegt dir denn? Das ist mal so die umgekehrte Frage. Ich kann dir für Lotro kann ich dir auch verschiedene Guides geben. Beziehungsweise habe ich einen Guide für verschiedene Klassen, wie man die halt am besten levelt. Dementsprechend level ich halt auch meinen Runenbewahrer hier. Weil mit dem komme ich halt. Ich liebe meinen Runenbewahrer. Ich möchte eigentlich nichts anderes mehr spielen. Weil er ist einfach toll. Ich liebe ihn. Ich möchte diese Klasse nicht mehr missen. Ich bin so froh, dass ich mir die damals geholt habe. Muss man sich, also den Runenbewahrer muss man sich leider für Punkte erspielen oder halt über über das Addon. Ich frage mich jetzt aber nicht, in welchem Addon das drin war. Ich glaube in Moria. Ich glaube im Moria-Pack war es drin. Aber das müsstest du dir dann quasi nicht über die Punkte kaufen, sondern über das 50-Euro-Bundle, wo du alle die ersten 6 Addons, glaube ich, drin hast. Da hast du, glaube ich, für 50 Euro 6 Addons. Da müsste dann, meine ich, auch die Klasse jeweils mit drin sein. Die man sich dann freispielen kann. Außer der Schläger, der kam jetzt gerade erst. Für Gundabad. Den müsstest du dir entweder über Gundabad holen. Das neueste Addon dann, was jetzt kommt. Nee, doch, kommt erst noch. Oder halt auch über Punkte. In allen MMOs war ich eigentlich immer hier. Aber will keinen Baden spielen. Dann könntest du zum Beispiel den Runenbewahrer spielen. Der Runenbewahrer ist Heiler und DD. Du kannst die Sparte, die ich hier spiele, ist halt der Heiler. Du kannst aber halt auch zum Beispiel als DD spielen. Entweder als welcher, der halt nur Schaden macht, also direkt Schaden, dann nur Schaden über Zeit. Und bei mir ist es jetzt halt, dass ich mache halt Schaden, kann aber auch heilen über Zeit. Also deswegen finde ich den halt so cool. Weil eigentlich spiele ich keine Heiler. Eigentlich mag ich Heiler nicht so, aber der hier, der ist super. Da kann ich mich nicht beklagen.
Bin auch gerade erst mit Arbeiten fertig. Ja, mein Freund kam auch gerade vor einer. Ja, knapp 1,5 Stunden kam mein Freund auch gerade erst von der Arbeit nach Hause. Der liegt jetzt fertig im Bett. Wobei, nee, ich glaube, er macht gerade noch seine letzte Hunde, die letzte Gassi-Runde, wenn ich es gerade richtig gehört habe. Was benötigt ihr? Wenn ich mir zumindest vorstellen. Was kann ich für euch Weil tun? Wauzi muss noch mal raus. Erstmal noch nichts kaufen. Wie gesagt, du kannst es dir halt, in aller Regel kannst du dir alles erspielen. Dauert halt nur. Wenn man hier dieses Buch der Taten macht, da kriegt man hier Punkte. Und über diese Punkte kannst du dir im Shop was kaufen. Also du musst in aller Regel noch nicht mal echt Geld verwenden. Du kannst das ganze Spiel kostenlos spielen. Nur wäre es dann ein, ja, quasi 100% Run. Fast 100%. Wenn du wirklich jede einzelne Scheißtat machst. Da bist du ein paar Stunden mit beschäftigt, wenn du keine Beschleunigung und so weiter hast. Also das könnte lange dauern. Aber ich zum Beispiel finde es jetzt ganz cool und mache es auch sehr gerne. Aber nicht aktiv. Das Buch der Taten mache ich meistens, wenn ich nicht live bin. Dann mache ich meistens das Buch der Taten. Ist einfach einfacher. Und der nervt mal die Leute nicht so mit. Waffenmeister spielt sie auch gut. Waffenmeister, ja. Der Jäger, glaube ich, auch. Beim Jäger weiß ich halt nur selten, wie ich skillen will. Hab Workatum daher sehr kurz seinen Weg. Ja gut, das ist dann natürlich gut. Das ist dann natürlich gut. Nicht ganz so wild zumindest. Jäger bin ich gerade. Ah, okay. Wir zusammen zocken, was ich als Klasse spiele. Also je nachdem, ja, also wahrscheinlich wird es bei mir auch der Runenbewahrer, aber wie gesagt, ich kann halt, oder man kann den halt als DD oder als Heiler spielen. Ist halt, der Runenbewahrer ist allerdings halt nur beim Startgebiet der Elben und Zwergen. Das heißt, ich könnte halt nur da oben starten. Und nicht woanders. Frühlingszwiebeln, die nehme ich mit. Wobei ich auch gern ein Elb bin, davon mal ganz abgesehen. Aber am liebsten halt auch ein Hochelb. Den muss man sich allerdings auch erspielen. Ich habe das Spiel jetzt ja schon seit. Da müssten eigentlich bald tatsächlich 5 Jahre sein. Müsste eigentlich bald mein 5-Jahres-Geschenk kriegen. Ich weiß nicht genau, wann ich. Warum ruckelt es jetzt so? Ich weiß gar nicht, wann ich genau das Spiel bekommen habe. Oder gespielt habe, das allererste Mal. Aber 4 Jahre bin ich mindestens schon Wie kann dabei. ich euch zu Diensten sein? Bleibt einen Moment. So. Dann einmal der hoch. Ich werde aber einmal gleich noch mal eine kurze Pinkelpause machen. War vorm Stream war ich nämlich nicht mehr. Wie ich sehe, seid ihr zurückgekehrt. Die Vernichtung der Unholde kann uns bei dem, was uns noch bevorsteht, nur von Nutzen sein. Nun hört gut zu, denn es gibt noch viel zu tun. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Iron hat Lotro gespielt. Ganze 45 Minuten. Heute oder? Schon irgendwann vor Urzeiten. Ich seit 2011. Ja, 2011 habe ich noch nicht gespielt. Wirkt aber von dem, was ich bisher gesehen habe, ruhiger als auf 14. Ja. Also bisher. Na gut, ich habe aber bisher auch noch keine Raids und so weiter mitgemacht, ne? Aber es ist deutlich, deutlich ruhiger. Liegt aber auch daran, dass wir auf einem RP-Server sind. Also hier wird sehr, sehr viel RP gemacht. Aber das Geile ist, hier respektiert man das halt auch. Das heißt, die RP-Leute lassen die normalen Spieler in Ruhe und die normalen Spieler lassen in der Regel die RP-Spieler in Ruhe. Aber es ist halt seltsam, wenn zum Beispiel, das hatte ich jetzt privat mal, wenn dann zum Beispiel mal jemand vor dir spielt und halt steht und halt RP spielt und du dann erstmal so denkst, was will die Person jetzt eigentlich gerade von mir? So, ich gehe jetzt aber einmal ganz kurz nochmal aufs Klo.
bevor hier ein Unglück passiert. Bin in 2-3 Minütchen wieder da, also nicht weglaufen.